Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Supermarket Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Ja, ich hatte ja letzte Woche Freitag das Ganze hier auch einmal gestreamt und wir haben den Supermarkt ein bisschen vorangebracht. Ich habe 5 neue Mods insgesamt drauf, über die ich euch ein bisschen aufklären möchte, beziehungsweise die ich euch kurz vorstellen würde. Wenn ihr wollt, lasst gerne das Däumchen da. Der erste Mod ist natürlich, wie man schon sehen kann, der Renamer. Das heißt, ihr könnt euren Supermarkt umbenennen mit diesem Mod. McManus Süd habe ich jetzt meinen genannt, ne? Willkommen der Süd. Eigentlich ja McManus Ost hätte es vielleicht auch heißen können, weil ich komme aus Thüringen. Aber naja, gut. McManus Süd habe ich gedacht, klingt auch ganz cool. So, ansonsten habe ich hier solche Shelves mit drauf. Also solche Regale, solche Frontregale. Die gab es einmal als Mod. Fand ich sehr cool, weil gibt einen coolen Abschluss. Dann habe ich super geile Freezer drauf. Vielleicht seht ihr schon, da passt die doppelte Menge rein in die Füße. Die Pommes werden jetzt richtig bis hoch gestapelt und die Eis. Und hier gerade auch bei diesen Hühnchen passt das Doppelte rein und so weiter und so fort. Unterscheiden sich auch in der Farbe. Wie ihr das seht, das ist noch ein normaler Füßer, den werden wir heute noch austauschen. Dann ansonsten habe ich noch, was habe ich noch für einen Mod drauf? Autolight habe ich drauf, das heißt, das Licht geht jetzt automatisch 17.15 Uhr an. Ja, so sieht's aus. Und ich weiß gar nicht, was es noch war. Achso, Better Safe System habe ich noch mit drauf genommen. Das heißt, ihr könnt hier einmal speichern und könnt mehrere Spielstände anlegen. Wenn ihr im Hauptmenü seid, könnt ihr sozusagen einen neuen Spielstand anlegen und könnt über mehrere Dings zocken sozusagen. Die Mods sind alle von Nexus Mods. Mach mal den Schuppen auf hier. So, die Mods sind alle von Nexus Mods übrigens. Also einfach mal Nexus Mods eingeben und dann Supermarkt Simulator suchen. Da könnt ihr euch einmal umschauen. So, ansonsten würde ich sagen, ach scheiße, warte mal, jetzt habe ich schon aufgemacht. Naja, komm, ist egal. Ich wollte eigentlich noch ein neues Dings kaufen. Das Lager habe ich um 2 Stufen vergrößert, also Lager ist jetzt im finalen Ausbau. Ne, da geht nichts mehr, das ist fertig. Hab gleich mal die Lagerregale neu angeordnet. Ich hoffe, dass das so ganz gut funktionieren wird und die erstmal so bleiben können. Ich denke aber, das sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir hier auf die Seite noch welche packen, hier hinten noch was hinpacken, den Gang hier noch verlängern. Also ihr seht, hier drüben ist auch noch alles frei. Theoretisch sollte hier noch einiges reingehen. So, was ich jetzt aber machen wollte, ist definitiv eine neue Lizenz kaufen, denn es gibt, wir sind endlich am Bier angekommen, Leute. Es gibt dann endlich Bier in unserem Supermarkt. Da freue ich mich ja drauf. Da freue ich mich drauf. Brauchen wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch so eine Kühltruhe hier. Für die ganzen Biersorten, die können wir eigentlich schon mal bestellen. Sobald wir mit dem Tag durch sind, ja, werden wir die neue Lizenz holen. So, ansonsten habt ihr hier Freezer Evolution zweimal, das heißt, es geht eben die doppelte Menge rein. Und wir haben den zweimal in Weiß. Dann nehmen wir den einmal in Weiß, nehmen uns jetzt hier mal noch 2 so eine Kühlschränke dazu. Dann sind erstmal wieder 1500 weg. Aber brauchen wir, nützt ja nichts. So. Okay, dann, ich warte ja noch auf die Eckregale, Leute. Ich bin so gespannt. Hoffentlich gibt es irgendwann Eckregale. Da habe ich ja so einen Bock drauf. So, dann stellen wir hier noch einen hin. Da kommt das ganze Bier dann rein. Und dann können wir natürlich auch unser Dings mal wieder ausbauen. Warte mal, was ist denn hier drin? Diese Sticks. Unser, jetzt weiß ich gar nicht, was die Sticks für eine Verpackung haben. Die auf jeden Fall nicht. Ach, dann sind es vielleicht die kleinen hier. Oder? Ah, sind es nicht. Eindeutig nicht. Dann. Moment. Oh. Ich habe übrigens einen zweiten Kassierer eingestellt. Also die kassieren jetzt hier zu zweit ab. Box passt nicht zu der Größe. Mal, wollen die mich verarschen oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Welche Box ist das denn? So, Moment. Wo sind denn diese Dinger da? Dann nehme ich jetzt einfach die hier raus. Warte mal, da unten ist die Box. Hä? Ist doch die Box. So, pass auf, dann machen wir die hier rein. Produkt muss auf Fridge platziert werden. Ja, will ich doch. Ist da Fridge? Ach, das sind die auch gar nicht. Nee, ist kein Fridge. Fridge ist ja der Kühlschrank. So, warte mal, dann diese Sticks brauchen wir doch. Da oben. Nee. Wo habe ich die denn im Lager? Sag mal, bin ich blöd? Die Frage müsst ihr nicht beantworten übrigens. Warte mal, hier sind noch die anderen Sachen. Hier ist das, hier ist das. Da. Da sind sie. So, dann kommen die erstmal da rein. Zap, zarab, rambazamba. Dann sollte die ganze Packung reingehen. Dann nehmen wir die hier raus. So. Und schnell das Schild löschen.
Sonst kommt der Kollege nämlich und so, warte mal, dann packen wir den wieder ein und verkaufen den einmal. Zack, gab es nochmal 200 Dollaris und dann packen wir den hier hin. So, und dann haben wir hier alles die gleichen stehen. Das wollte ich euch nochmal einmal schnell zeigen. Genau. So, sehr schön. Komm, dann können wir uns so einen Karton mal auch noch hier hinstellen. Die können wir am Ende, können wir die alle wegschmeißen. Die Kartons braucht sowieso kein Mensch. Denke ich mal zumindest. So, es ist 3 Uhr. Das heißt, Supermarkt läuft gut. Wir haben schon wieder ein bisschen Kohle eingenommen. Und ich überlege tatsächlich, einen Mod noch mit drauf zu nehmen. Und zwar den Zeitmod, wo man die Zeit beschleunigen kann. Der funktioniert tatsächlich relativ gut. Und da bin ich echt am Überlegen, ey, ob ich mir den noch mit drauf nehme. Da können wir die Zeit auf mal 2, mal 3, mal 4, mal 5 und so weiter stellen. Was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Da gehen die Tage ein bisschen schneller rum. Warte mal, die Rechnung wollte ich noch zahlen. Rechnungen, so, zap, zap, rap. Wachstum, brauchen wir erstmal nix und Lizenzen einstellen. Wir müssen mal gucken. Wir können zumindest schon einen dritten Kassierer einstellen. Für den vierten Kassierer brauchen wir 1750 Kassiervorgänge. Aber ab Level 37 gibt es noch den vierten Stocker. Und auf den habe ich auch richtig Bock. Leute, auf den habe ich auch richtig Bock. So, gut. Dann lassen wir die mal hier noch ein bisschen durchlaufen und schauen mal. Sag mal, sehen die anders aus? Wieso ist denn der so blau? Oder denk ich das nur? Ist das so eine Lichtsache? Seht ihr das? Die sind doch blau. Sind das andere? Nee, oder? Da habe ich aber eigentlich nichts mehr drauf genommen. Moment. Oh, das Licht ist automatisch angegangen. Kühlschrank B habe ich einfach nur bestellt. Nee, das sollte passen. Genau, Licht ist automatisch angegangen. 17:15, passt. Könnt ihr übrigens in diesem Mod alles einstellen, ne? Könnt ihr den Mod einstellen, welche Uhrzeit das Ganze angehen soll. Genauso wie hier eben den Name. Das müsst ihr in der Datei tatsächlich machen von dem Mod. Da gebt ihr dann einfach euren Namen ein, wie das Ganze heißen soll. Und ja, so sieht's aus. Ich würde auch sagen, wir könnten langsam mal hier noch den Supermarkt ein bisschen ausbauen, oder? Wollen wir mal noch eine Ausbaustufe machen? Ich würde sagen, komm. Verwaltung, Wachstum. Boah, es ist teuer. Ist das teuer? Leco mio muchacho. Ist das teuer? Ist das teuer? Soll ich das machen? Ach komm, scheiß drauf, ich mach's. So, guck mal, jetzt haben wir hier... Oh ja. So, da können wir unsere Kühltruhen nämlich hier hinten hinstellen. So, da bauen wir aber definitiv auch erstmal wieder eine Lampe. Einmal hier, einmal hier. Und den Kollege können wir hier reinpacken. Und den... Ach Leute, wäre so ein Eckregal was Schönes, oder? Wäre so ein Eckregal was Schönes, ey, kann ich euch sagen. Und so, haben wir ein bisschen mehr Platz gewonnen. Hier in der Mitte können dann auch noch ein paar Gefriertruhen hin oder auch noch mal Regale oder was auch immer. Das sieht eigentlich ganz schnieger aus. So, es ist noch nicht 21 Uhr. Das bedeutet, wir können uns mal noch eine Lampe bestellen. So, die brauchen wir nämlich. Einmal für hier hinten. So, warte mal, ich überlege gerade. Könnten wir vielleicht noch, könnten wir vielleicht sogar zwei hinmachen, ne? Ich glaube, da bestellen wir noch eine. So. Zack, zack, perfekt. Dass das hier hinten drin oder dass das beziehungsweise hier unser Supermarkt schon ausgeleuchtet ist. Wichtig, Leute. Die können nur, die Jungs kaufen nur die Produkte, die sie auch gut sehen können, ne? So sieht's aus. So. Gut. So, Tag müsste gleich rum sein. Die letzten Kunden gehen gerade durch den Supermarkt. Es ist 21 Uhr, wir könnten schon beenden, aber wir lassen natürlich jetzt hier die letzten noch abkassieren. So, die zwei Kollegen hier noch, die suchen noch irgendwas. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Kassen dann mal mache. Da bin ich mir echt noch unsicher. Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwann auch an den Punkt kommen werden, wo wir den gesamten Supermarkt umbauen müssen. Wir werden den gesamten Supermarkt irgendwann umbauen müssen. Schon allein wegen den Kassen. Obwohl man sagen muss, mit den schnelleren Kassierern... Ja, bist du jetzt nicht unbedingt auf eine dritte Kasse so schnell angewiesen. Oder wir machen hier drüben noch zwei Kassen hin. Würde natürlich auch gehen. Wenn wir dann das hier drüben noch alles ausgebaut... Ja, doch, das geht auch. So, letzte Kundin. Nee, da hinten packt auch noch einer den Kaffee ein. Hier wird aber nichts geklaut, ne, Kollege? Schön an die Kasse bezahlen. Hier, der Kollege auch. Sehr gut. Oh ja, der hat nochmal gut eingekauft. Sehr schön. Hier drüben auch. Das sieht doch wunderbärchen aus. Ja. 74 und 110, perfekt, alle raus, dann einmal zu
Und ab geht die wilde Fahrt. 58 Kunden hat man mittlerweile. Oh, das ging auch schon ein bisschen nach oben. So, 58 Kunden. Keiner hat sich über irgendwas beschwert. Supermarkt 380 die Punkte gekriegt. Gut, wir haben natürlich ein bisschen Minus gemacht, weil Erweiterungskosten, Bestellkosten und so weiter und so fort. Ich würde sagen, gehen wir in den nächsten Dings rein. Honeybees und Kaffee hoch und irgendwas anderes war runter. Na, warte mal, hier, Honeybees. Die Dinger runter, glaube ich. Nee, hoch. 5. Achso, nee, warte mal, die können wir ja auf 6,20 machen. 6,20. Und heller Kaffee. Warte mal, der war doch hier drüben, oder? Heller Kaffee runter. 10,70. 10,70. Gut, was war denn das andere jetzt noch? Moment. Produkte. Die Eier, die 8er Packung Eier. Die geht auch noch runter. Und Butter. 8er Packung Eier. Wo haben wir die? Die haben wir hier. Nee. 8er ist hier. 4,80. Alles klar. Und die gute deutsche Magenbutter. 2,70. So, alles klar, perfekt. So, jetzt können wir definitiv erstmal unsere neue Lizenz kaufen. So, Lizenz. Boah, Bier. Leute, ich freue mich. Es gibt endlich Bier. Ach, ist das schön. So, dann bestellen wir das gute Zeug erstmal. Was haben wir denn hier alles? Bierblondes. 18 Stück sind da drin. Wir bestellen erstmal von jedem 2. Hummus gibt's noch und Wodka gibt's auch noch. Hummus und Wodka gibt es auch noch. So, dann packen wir uns erstmal. Ja, komm, wir machen das erstmal. Wir machen das. Achso, bestellen muss ich ja. Moment. Kaufen. So. Die Fässer hier. Wo kommen die Fässer rein? Warte mal, hier. Ach, die kommen ins Shelf. Okay, alles klar. Dann wird das hier unser Bier. Hier wird unser Bier. Bier-Shelf. Oh, warte mal. Okay, dann die obersten zwei Reihen, die werden Bier. Das gute alte Bier hier. Sehr schön. Ja, wenn die Dose nicht mehr reicht. Oh, warte mal, das sind doch Chips, oder? Bier und Chips passt eigentlich ganz gut zusammen. Oh, Tortilla-Chips. Ehrlich jetzt? Fühle ich. Fühle ich, muss ich ehrlich zugeben. Wie sieht's denn lagertechnisch aus? Hier ist einiges leer. Hier können wir mal die Chips noch mit reintun. Passt. Was haben wir hier? Ach, das sind die. Och, an der Tür hängen geblieben. Das sind die Sechserträger hier. Ach, ich glaube, die kommen auch ins Shelf, oder? Na, aber hallo. Wieso habe ich denn die ganzen Kühltruhen gekauft? Das ist ja total unlogisch. So. Dann packt man hier auch noch das Blonde rein. Sehr gut. Perfekt. Preise dürfen wir nicht vergessen, Leute. Ganz wichtig. Hier kommt der Wodka rein. Wodka. Ein bisschen Wodka. So, Dankeschön. Und hier auch noch Wodka. Sehr gut. Ich weiß nicht so richtig, ob das Süßigkeiten und Alkoholabteilung direkt sich gegenüber liegen sollten. So, der gute Hummus, das wäre was für meine Frau, Leute. Die isst so ein Zeug. Oh, passt aber auch nicht viel rein. 8 Stück. Naja. So, dann können wir den auf jeden Fall schon mal hier mit reintun. Dann packen wir den Hummus hier mit dazu. Und was haben wir hier? Och, guck mal, das sind so kleine Dinger nur hier, das gute Bierchen. Dann schmeißen wir das hier drüben mit rein. So. Ein Bier, das gönne ich mir. Schreibt mal rein, was eure Lieblingsbiersorte ist, Leute. Ob ihr Biertrinker seid und was eure Lieblingsbiersorte ist. Ich kann euch ja sagen, ich bin so ein Typ, bei dem wir das Bier schlecht zu Hause im Kasten. Oh, es ist ganz schlimm. Ich trinke halt kein Bier. Ich trinke mal gerne so, wenn am Wochenende, wenn man mal was gearbeitet hat oder so. Also, wisst ihr, wenn man draußen Gartenarbeit gemacht, dann abends schmeißt man noch den Grill oder Rost, nennt wie ihr es wollt, an. Und dann Bierchen dazu, ja, da bin ich dabei. Aber ansonsten, sage ich euch ehrlich, wie es ist, kein Bierchen. Unter der Woche gibt es eh keinen Alkohol, also gar keinen Alkohol, logischerweise. So, jetzt müssen wir erstmal die Preise hier einordnen. 3,20, okay. Bier, ach du Scheiße, 26,50. Die guten Tortillas, 5,70. So, der Wodka, 12,40. Und den Kollege hier machen wir auch 12. Okay, alles klar. Preise sollten wir alle haben, glaube ich. Ich glaube, Tortillas muss ich ein bisschen billiger machen, oder? Nee. Nee, ist eigentlich alles Tobi. So, das haben wir Hummus. Oh, siehst du, ich hätte es wieder vergessen. 4,20. So,
Gut, alles klar. Dann müssen wir erstmal noch bestellen. Was haben wir bis jetzt nicht im Lager? Wir haben nicht im Lager Wodka, Hummus, Chips. Nee, doch, Chips haben wir im Lager. Das und das haben wir nicht im Lager. Und Fässer haben wir auch nicht im Lager. Naja, hier können wir mal ein bisschen mehr bestellen. So. Und der auch noch. So, jetzt brauchen wir erstmal hier 1, 2, 3 mal Klopapier. 1, 2 mal das. Einmal das. Einmal das. Zweimal das. Einmal das. Zweimal den Kollegen. Zweimal den Kollegen. Das. So. Eier. Einmal oder zweimal? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob die gerade unterwegs sind damit. Warten wir mal ab. Dann zweimal das. Nee, sieht nicht so aus. Dann doch zweimal Eier und zweimal... Ah, der bringt jetzt bestimmt das... Nee, bringt er nicht. So, warte mal, wo war ich stehen geblieben? Zweimal Mayo. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon mitbestellt hatte. Dann, was haben wir hier? Den noch einmal. Zweimal das. Eins, zwei, dreimal Hühnchen. Gut. Was haben wir hier noch? Sushi fehlt. Das fehlt. Eins, zwei, drei. Einmal. Sieht alles sehr gut aus. Einmal Kaffee. Mehl. Öl. Mehl. Das. 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 So. 57 Brutto. Eieiei, 2800. Ey, jetzt guckt's euch an, die Scheiße. Jetzt, achso, warte mal, da müssen wir erstmal einen Regalplatz finden hier. Hier ist alles voll, dann geht's auf der Seite weiter. Bier kommt hier unten rein. So. Ja, jetzt guckt euch die Scheiße mal an hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh, was ein Regalplatz braucht, so ein... Uiuiui. Ja, dann machen wir zwei. So. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Ach, da sind die gerade wieder unterwegs hier, wahrscheinlich mit dem Hühnchen. So. Okay. Ach, Menschenskinders. So, gut. Okay, dann lasst uns mal einräumen hier. Oh, stellt euch vor, wir müssten das... Ich kann es mir gar nicht ausmalen, wenn wir das alles einzeln ins Lager tun müssten. Gar, sowas von gar keinen Bock. Sowas von gar keinen Bock. Es gibt natürlich auch einen Mod, wo man die Sachen... warte mal, was habe ich denn hier drüben? Chips und Hummus. Ah ja. Es gibt natürlich auch eine Mod, wo das automatisch ins Lager geräumt wird. Aber ich sage euch ehrlich, wie es ist. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke, so funktioniert das ganz gut. Da sieht man, hat man die Waren wenigstens nochmal an der Hand. Hat einen kleinen Überblick drüber, was alles so am Start ist. Obwohl natürlich einmal selber einräumen natürlich auch nicht schlecht wäre. So, wir machen aber schon mal auf, dass die ersten Kunden schon kommen können. Ich glaube, es sollte ja eigentlich nicht komplett alle sein. Wodka haben wir auch noch kein Regalfach. Wodka. Schmeißen wir einmal hier rein. Toastbrot. Ach hier, das Bierchen, da brauchen wir auch noch ein Regalfach. So, Moment. Da rein. Und für den brauchen wir auch noch ein Regalfach. Und das da rein. So. Okidoki. 1200 nur noch auf dem Konto. Ey, das ist schon ein bisschen bitter, ne? Muss man mal ehrlich so sagen. So, was müssen wir jetzt noch bestellen? Davon haben wir drin. Das brauchen wir noch. Ey, guck mal hier. Wieso ist denn das leer? Hab ich da mitbestellt, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Hier haben wir zwei drin, das passt. 1, 2 mal Pommes. Zweimal das. Ja, da müssen wir da wegen noch ein bisschen was nachbestellen. So, warte. Sollte aber klappen vom Preis her. Sehr gut. Oh. Ach, Restocker wieder gerade unterwegs mit dem Produkt. Ist aber auch immer wieder zum Heulen. So, und dann geht's weiter. Ach, jetzt haben wir wieder einmal zu viel Wodka bestellt. Das macht nicht. Der wird schon alle. Ich bin mir sicher, Wodka wird gut getrunken. So. Haben wir ja eigentlich zwei da, ne? Dann stellen wir den Podcast mal hier in die Ecke. So. Eigentlich hätte ich ja Bock, dass der sich mal verpieseln tut. Oder ich baue mir die andere Kasse hier noch auf. Das könnte ich auch machen. Stellen wir hier die andere Kasse noch hin. So.
Komm. Mach ich. Stellen wir jetzt hier erstmal die andere Kasse hin, dass wir wenigstens auch noch ein bisschen mit abkassieren können. Haben wir mit Kühlschrank... Boah, wir wären so easy hingekommen mit unseren Kühlschränken, ne? Ach, schade. Schade, schade. Ist jetzt hier erstmal alles soweit voll? Das sieht eigentlich echt gut aus. Wir könnten direkt schon rein in die nächste Produktlizenz, Leute. Wir können direkt schon in die nächste Produktlizenz. Und wir sind Level Up, wir sind Level 36. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mal gucken, ob zu meiner Kasse überhaupt einer kommt. Ich hab's voll drauf, Leute. Ihr könnt gerne auch zu meiner Kasse kommen. Überhaupt kein Thema. Ich muss unbedingt diesen Zeitmod mit draufnehmen. Ich glaube, das wäre schon sehr, sehr geil, wenn wir hier mit der Zeit jetzt so auf mal 3, mal 4 laufen lassen könnten. Da werden die Tage schön durchgerusht. Ich glaube, das wäre eine feine Sache, Leute. Oh yeah, wird das erste Bierchen, geht über den Tisch. Und ein bisschen Humus, auch wichtig, auch wichtig. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Supermarkt. Endlich Alkohol in der Bude. Wie viele freie Regale haben wir noch? 1, 2, 3. 3 Chefs haben wir noch frei. So, was gibt's hier schon? Oh, hier andersrum kassieren wieder. So, was haben wir? 89, 60. Jawohl. Dreimal Bier. Mit Kech. 1, 2, 3, 4. Perfekto. So. Nächster Bälle. Sieht gut aus. Hier haben wir 4 Regale frei. Da haben wir 2 frei. Und hier haben wir auch nochmal 4 frei. Also haben wir 8. 10 Regale frei. Insgesamt für, sage ich mal, 5 Sorten. Hier haben wir auch noch genügend frei. Ach, hier ist ja auch nochmal frei. Ja, dann für 5, für 7 Sorten sogar. Hier haben wir, naja. Können wir definitiv easy in die neue Produktlizenz reingehen, Leute. Können wir easy reingehen. Überhaupt kein Ding. So, der hat ordentlich eingekauft, der Kollege. 170 Euro. Sehr gut. Oder Dollar oder Pfund oder was auch immer. So, Level 37 brauchen wir. Gib ihm. Aber immerhin, wir gehen schon langsam auf die 60 Kunden zu, ey. Das ist schon geil, ne? Muss ich echt sagen, ich bin gespannt, wie viel... Also, da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Kunden man so max erreichen kann. Also, wenn man hier so... Ich weiß nicht, bis welches Level das geht, aber ich glaube tatsächlich, es geht bis Level 100 oder so. Wie viele Kunden man hier in seinem Supermarkt so erreichen kann. Es gibt natürlich auch einen Mod, wo man natürlich mehr Kunden... wo eben mehr Kunden kommen und so weiter und so fort, aber... Ach, da bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ne? Da bin ich immer noch so ein bisschen, keine Ahnung, altmodig. Denke ich mir so, nee, komm, wenn der Entwickler gewollt hätte, dass mehr Kunden kommen, dann wären mehr Kunden gekommen. Und der Entwickler hat ja auch schon, das sage ich mir halt auch immer, der Entwickler hat ja schon angepasst, dass sozusagen pro Level, was man ist, mehr Kundschaft kommt. Von daher ist er eigentlich schon ganz gut dafür gesorgt, ne? Ach, wie das Licht einfach angeht, ich freue mich da jedes Mal, ne? Freue mich da jedes Mal. So, Dankeschön. Passend. Perfekt, die Lahme. Perfekt. Ist gar nicht so viel Umsatz gemacht bis jetzt, ey. Was, ein Sack Kartoffeln? Was ist mit dir los? Kannst du nicht ein bisschen mehr kaufen wie ein Sack Kartoffeln? Da kann doch keiner leben. Was willst du weiter mit einem Sack Kartoffeln? So. Genau, greift zu. Greift ruhig auch mal zu den teuren Produkten. Hier, das Sushi muss auch weg. Genau, das Fleisch. Pack ein, das gute Zeug. Richtig teuer, aber Qualität. Bioware. Bioware. 50 Euro das Kilo. So, nächster bitte. Kommt noch einer hier zu mir, oder wie ist denn das? Warum lauft ihr alle darüber? Kann ich meine Kasse auch zumachen? Gehen alle darüber, ich fasse es nicht. Die kommt zu mir. Du kommst zu mir, ne? Nee? Wer willst du ein Bierchen mitnehmen, ne? Ja, ein Bierchen. Ja, für die Sparsame. Dein Mann will ich aber nicht sein. Ein Bier da. Nur im Haus. Katastrophe. Hier werden nochmal ein paar Cevas geholt. Oder Toilettenpapier. Ach, es kommt niemand an die Kasse. Es kommt immer erst jemand... Ja, war klar. Es kommt immer erst jemand an die Kasse, sobald ich die Kasse verlasse. So, wie lange haben Sie schon gewartet? Ich habe Sie gar nicht mitgekriegt. Hätten Sie mir doch mal auf die Schulter getippt hier. So, junge Dame. Oder ältere Dame. Das ist Diebstahl? Oh. Habe ich zu viel... Oh. Habe ich zu wenig zurückgegeben? Tut mir leid. Habe ich zu wenig... Ja, kann man auch mal Trinkgeld geben, ey. Jetzt reiß ich doch mal am Riemen, ey. Wegen 10 Cent hier. Das Diebstahl ruft dann die Bullen. 118. So, zack. Perfekt, bitteschön. So. Sind immer noch ein paar Leute im Supermarkt hier. Was ist denn los? Achso, es ist ja noch nicht mal um 9. Es ist ja noch nicht mal um 9. So.
Wenn ihr ein paar Mod-Empfehlungen für mich noch habt, Leute, was unbedingt mit drauf soll, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auch sehr freuen. Ne? Gucken wir ja immer mal regelmäßig um bei Nexus und gucken auch mal, was die anderen so Schönes machen. Aber wenn ihr da was habt, eine Empfehlung für mich, immer gerne. So, die kaufen noch fleißig ein. Hier werden auch die Produkte rausgepackt aus dem Regal, rein in die Papiertüte. Übrigens, sehr umweltbewusst sind wir da unterwegs. Es gibt keine Plastiktüten bei uns. Was ich sehr gut finde. So. Gut. Ja. Ich würde sagen, so langsam fertig werden, oder? So langsam heißt fertig werden. Och, da kommen immer noch Leute. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt kurz vor Ladenschluss kommen die alle noch. Oh, hier. Ja, ein paar Eier, Pizza, ein bisschen Quark, Thunfisch, alles und Kaffee. Sehr gut. Klingt nach einer geilen Nacht. Tut mir leid. So. Gut. Oh, der Ketchup. Ketchup lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ganz schön leer gekauft. Es gibt noch einen Mod. Da wird dir hier im Lager geil angezeigt, wie viel du von allen noch so hast. Das ist auch ziemlich cool. Und es gibt noch so neue Preisschilder. So Resize-Preisschilder. Die sind dann wahrscheinlich größer oder irgend sowas. Keine Ahnung. Uiuiui. Oh, der hat aber auch nochmal alles gegeben. So, was haben wir hier? 150 Tacken. Ne, 140, 30. Warte, 79 zurück. 79, Dankeschön. Und dann nächste wieder. Fässchen Bier geht immer, ne? Mal für einen Abend. Auf den Küchentisch gestellt und dann geht er los hier. So, ich glaube, wir sind erstmal fertig. Dann machen wir die Kasse zu und beenden den Tag. 54 Kunden nur gehabt. 55 nur. Zu wenig Wechselgeld. Ja, mein Gott, man kann sich aber auch über alles aufregen. So, nächsten Tag starten. Was geht hoch? Mehl und Macaroni, Wodka und Müsli runter. Wodka. 40. Müsli, welches denn da? Das auf jeden Fall nicht. Das ist eigentlich auch gut. Warte mal, das könnten wir 10er billiger machen. Aber sonst, Müsli, haben wir sonst noch Müsli? Ich glaube, wir haben gar kein Müsli. Wodka, was war es noch? Wodka, Müsli, Mehl war es, glaube ich, noch. Irgendwas mit Mehl? Nö. Vielleicht das Premium-Mehl. Ah ja, das ist hochgegangen. 27. Okay. Jetzt weiß ich nicht, was es noch war. Gucken wir mal. Wodka runter. Doch, das Müsli passt. Aber dann war es nicht sehr. Dann war es wirklich nur ein klein wenig. Das Mehl haben wir gemacht. Es muss noch was gewesen sein. Ich weiß nicht was. Warte mal, das haben wir. Das haben wir. Das könnte mal ein Mod geben, wo die Pfeile größer gemacht werden. Ey, das ist eine Katastrophe. Ach, hier, Macaroni. Macaroni. So. 7,10 Euro. Wunderbar. Hier haben wir auch noch freie Regatten. Naja. Gut, dann würde ich sagen, füllt ihr mal auf. Ich mache schon mal neue Bestellungen, Leute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne das Däumchen da. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Manus.